Hallo Seekers Freunde, willkommen zurück auf dem Seekers Kanal, dem Infotainment-Portal rund um World of Warships, und diesmal haben wir den Prinz Eitel Friedrich für euch ins Trockendock geschubst und werden jetzt hier in unserer gewohnten Manier die Vorstellung für euch machen. Fangen wir direkt an mit der Geschichte. Es ist hier leider in Anführungsstrichen nur ein Papierschiff. Es wurde ja ansatzweise angefangen zu bauen, Rümpfe existierten. Und ja, es ist ein Schlachtkreuzer der Mackensen-Klasse, der nie fertiggestellt wurde. Es ist die Mackensen-Klasse ist quasi Nachfolgerklasse der Derfflinger-Klasse und ja, sollte quasi den technischen Entwicklungen in der Marine Rechnung tragen. Zum Beispiel gab es da ein Upgrade von 305 mm eben auf 350 mm. Im späteren Verlauf war sogar geplant, ab dem dritten oder vierten Schiff hier 380 mm Kanonen einzubauen, aufgrund dessen, dass die britische Royal Navy eben schon die Hood baute und 380 mm da verbaut wurden, und da musste man dann halt irgendwie doch gleichziehen. Ja, leider wurde dieses Schiff dann, wurden diese Schiffe nie zu Ende gebaut, aufgrund dessen, dass im Verlauf des Ersten Weltkrieges immer mehr sich fokussiert wurde auf leichtere Schiffe, leichtere Einheiten wie U-Boote, Zerstörer, und dafür das Programm für Schlachtkreuzer, Schlachtschiffe ein bisschen langsamer forciert wurde, also nur langsam im Hintergrund weiter nach vorne gedrückt wurde. Geld wurde halt woanders benötigt. Und deswegen war zum Kriegsende nur der Rumpf fertig oder ein bisschen mehr als der Rumpf fertig. Am Ende war die Restbauzeit, die man so annahm, noch 15 Monate bis Fertigstellung der Mackensen. So sollte das Schiff heißen, Namensgeber der Klasse. Ja, die Rümpfe wurden dann übrigens gleich abgewrackt, nachdem sie fertiggestellt wurden, oder die zwei Rümpfe, die wohl existierten. Und ja, das war es eigentlich, was man zur Geschichte der Mackensen-Klasse sagen kann. Nächster Punkt ist dann die Überlebensfähigkeit des Schiffes im Vergleich zu anderen Schiffen, die wir hier mit euch erarbeiten wollen. Wir haben hier einen Trefferpunkte-Pool von 52.300 Trefferpunkten, und das ist im Vergleich zu unseren Vergleichsschiffen hier doch recht viel. Die Bayern hat 51,6 und die Normandie hat 48,3. Das ist ganz ordentlich. Die stärkste Panzerungsschicht, die wir hier auf dem Schiff finden, liegt bei 320 mm. Das ist aber auch nur ein kleiner Bestandteil dessen, wie dieses Prinzip hier angeordnet ist. Ist ja bei jedem Schiff dann immer ein bisschen verschieden. Die Bayern zum Beispiel ist viel, viel stärker gepanzert als hier unser Prinz Eitel Friedrich, weil die Bayern eben ein echtes Schlachtschiff ist und die Prinz Eitel Friedrich ein Schlachtkreuzer. Der Torpedoschutz, der kann sich sehen lassen, denn selbst die Bayern kommt da nicht hinterher. Die hat nur 19%, wir haben hier 27%. Wie ist die Panzerungsanordnung? Da sind wir mit dem kompletten Überzug sozusagen da. Fangen wir direkt vorne an. Wir haben hier 25 mm und hinten 25 mm. Alles, was grün ist, sind so 25 mm, 50 mm, sowas in dem Bereich. Auf jeden Fall ist hier vorne schon mal gleich zu bemerken, Overmatch anfällig. Ganz, ganz klar. Ihr fahrt auf T6, T7, T8, 380 mm können hier vorne overmatchen. Overmatch bedeutet nichts anderes, als dass die Mumpel, die auf euch abgeschossen wird, ignoriert, aus welchem Winkel sie auf dieses Schiff liegt. Ich selber habe die Erfahrung schon gemacht, dass die Bayern mich overmatched hat und mir richtig schön 12.000 frontal reingedrückt hat in diesen Eiseneimer hier. Und deswegen ist es eben so ganz, ganz wichtig, ja, das zu realisieren. Overmatch ist hier eine permanente Gefahr. Und dann gucken wir uns einmal die Seite an. Die Seite liegt dann hier bei 300 mm respektive 270 mm, und dann haben wir hier nochmal bei den Geschützen und bei dem vorderen Bereich hier 120 mm so eine Beplattung, und hier sind es eben nochmal 100 mm. Von vorne, wenn ihr denn overmatched wurdet, solltet ihr dafür Sorge tragen, oder RNG dafür Sorge tragen, dass die Mumpel nicht hier in die Zitadelle quer ab reinfliegt, weil dann habt ihr nur nochmal 32 mm, die ihr denen entgegensetzen könnt. Das heißt, Zitadelle von vorne ist möglich, und Zitadelle quer ab ist mit 250 mm gepanzert, die Kasematten mit 225 mm. Die sind dann hinten übrigens sehr, sehr ähnlich, wenn nicht genauso. Da haben wir auch 250 und 32 mm oben die Kasematte mit 225 eingebaut. Die stärksten Panzerungen findet ihr am Schiff hier natürlich bei den Geschützen. Da haben wir dann 320 mm und die Barbettenpanzerung ist hier mit 270 mm eben angegeben. So,
das ist so das, was man dazu sagen kann. Noch wichtig zu erwähnen ist, ihr habt hier keine Turtleback-Zitadelle, also eine Kasematte, die sich nach unten abschrägt, wo man dann sagen kann, dass die Kasematte quasi die Zitadelle so ein bisschen umarmt und deswegen seid ihr anfälliger, deutlich anfälliger für Zitadellen. Denn auch von der reinen vom reinen Panzerungswert her seid ihr nicht gerade Polesetter, also ganz vorne dabei, sondern ihr seid da eher am Ende des Feldes bei Schlachtschiffen, Schlachtkreuzern. Ihr habt hier 270 mm und dann seid ihr schon bei 60 mm, dann sind wir bei 330 mm. Das Einzige, was man mutmaßen kann, ist, dass hier unten auch eine Panzerung existiert, also quasi von unten gegengenagelt nach oben ist. Jetzt muss man natürlich wissen, wie stark ist die. Ich habe es nicht herausgefunden, ich schätze so ungefähr 25 mm sollen es sein. Oder werden es sein, dann sind wir ungefähr bei 350, vielleicht 355 mm, aber nur dann, wenn die Granate so hier reinfliegt. Ja, wenn ihr nicht so getroffen werdet, sondern direkter getroffen werdet, nämlich hier durch die 300 mm die Granate durchfliegt, dann habt ihr nur noch die 60 mm, das heißt 360 mm gilt zu penetrieren. Nur mal so als Vorstellung. Bei 10 Kilometer durchdringt die Bayern 396 mm. Das heißt, die Bayern kann sogar 11, 12 Kilometer vielleicht sogar weg sein und würdet euch noch eine Zitadelle verpassen können. Das ist also durchaus eine Sache, die ihr euch überlegen solltet, ob ihr bereit seid, Zeig zu schiffen oder eben nicht. Und das gleiche gilt natürlich nachher für Schiffe wie Bismarck, Tirpitz, die da auch ja teilweise 380 und dann die North Carolina sogar 406 mm haben, die dann noch mehr penetrieren. Also das heißt immer, ja, hoffen, dass das Overmatchen oder dass der Spieler, der gegen euch spielt, nicht an das Overmatching so doll denkt oder ihr haltet euch einfach einen Ticken zurück. Was sowieso mit dem Schiff, wenn ihr Low-Tier seid, ja, durchaus zu empfehlen ist. So, genug von der Panzerung. Machen wir weiter mit der Artillerie. Wir haben hier auf den Dampfer verbaut, vorne zwei Türme, hinten zwei Türme. Jeder Turm hat zwei Rohre a 350 mm. Das ist natürlich im Vergleich zu Bayern, die vier Türme mit jeweils zwei Rohren 380 mm hat, ein bisschen was schwächeres. Und die Normandie hat drei Türme a 4 Rohre a 340 mm. Aber da gibt es trotzdem gewisse Unterschiede, die zu beachten gilt. Wir haben hier eine Nachladezeit von 28 Sekunden, eine Turmdrehzeit von 45 Sekunden. Und ja, das ist auf der Bayern schon ein bisschen anders, wenn da ist die Nachladezeit bei 30 und die Turmdrehzeit bei 51,4 Sekunden. Die Normandie hat 30 und 45 Sekunden, also 3 Sekunden Nachladezeit und 45 Sekunden Turmdrehzeit. HE, damit geht's weiter. Der HE-Höchstschaden ist hier mit 4000 angegeben, Brandwahrscheinlichkeit 27%. Bei der Bayern sind es 4835% Brandwahrscheinlichkeit. Und jetzt kommt eine kleine Überraschung. Bei der Normandie sind sogar 4700 Alpha-Trefferpunkte, die ihr mit der HE-Granate verursacht. Und 26% Brandwahrscheinlichkeit. Das heißt, die Normandie hat ein kleineres Kaliber, aber hat mehr HE-Schaden, den ihr da austeilen könnt. Wobei, bei den Franzosen dürft ihr nicht vergessen, die haben nur ein Sechstel Penetration. Die Deutschen haben eben ein Viertel Penetration. Deswegen macht ihr 87, oder deswegen durchschlagt ihr 87 mm Panzerung bei gegnerischen Schiffen mit euren, zum Beispiel, HE-Granaten. Die AP-Granaten sind auch ein bisschen anders. Da geht es nämlich weiter mit 10.500 Alpha Damage und ihr habt eine Gesamtschussreichweite von 17,8 Kilometer. Damit seid ihr 100 Meter weiter als zum Beispiel die Bayern. Die Bayern hat natürlich das größere Kaliber und deswegen macht sie auch mehr Alpha Damage, aber nicht so übermäßig mehr, nämlich nur 10.900 Trefferpunkte. Ja, die Bayern hat langsamere Projektile, liegt natürlich daran, dass der Widerstand ein anderer ist, wenn die Granate breiter ist, 800 Meter die Sekunde und die Prinz Albert Friedrich, da fliegen die Projektile 815 Meter pro Sekunde, gemessen kurz nach Austritt der Munition aus dem Lauf. Ja, die Mumpel fliegt, wiegt 600 Kilo und bei der Bayern 750 Kilo und das alles in der Kombination sorgt dafür, dass die Prinz Albert Friedrich ein großes Problem hat. Das größte Problem ist nämlich, dass die Prinz Albert Friedrich auf große Entfernung mit AP-Munition nicht wirklich viel Schaden machen kann. Die Penetrationsfähigkeit von der AP-Munition liegt bei 17,7 Kilometer, also maximale Kampfentfernung bei 241 mm und einen Ticken höher. Also bei 17,8 ist es ein ganz kleines bisschen mehr. Ne? Also 241 mm könnt ihr da penetrieren, damit kommt ihr durch keine Bayern durch oder irgendwie sowas, träumt davon nicht. Ja, das ist einfach zu vernachlässigen. Auf 14 Kilometer ist die Prinz Albert Friedrich bei 400, dann bei
bei 14 Kilometer auf 292 mm und bei 10 Kilometer penetriert ihr 369 mm Panzerung. Das ist schon mal gut zu wissen und solltet ihr euch merken, für den Hinterkopf, wenn ihr eure Feinde kennt und wisst, wie stark die gepanzert sind, dann wisst ihr auch, wann ihr AP-Munition sinnvollerweise verwenden könnt. Denn die AP-Munition, da muss ich ganz klar sagen, ist auf größere Distanzen eigentlich nutzlos gegen Schlachtschiffe. Ja, die Schlachtschiffe, ihr schafft da normale Penetrationen teilweise und das war's. Großer Schaden bleibt da in der Regel nicht kleben. Und das ist doch irgendwo ein Problem. Ihr könnt euren Schadensoutput eigentlich nur dadurch verbessern, gerade wenn ihr auch Low-Tier seid, in T8-Gefechten unterwegs seid, benutzt HE-Granaten. Ja, ihr habt eine Viertelpenetration mit den HE-Granaten und 4000 ist der Höchstschaden. Gut, die Sprenggranatenwahrscheinlichkeit mit 24% Brandwahrscheinlichkeit ist natürlich so schlecht, aber auch nicht total super. Aber das ist das, was ich euch ans Herz legen kann. Das wird auch von vielen anderen, auch teilweise Kontributoren, schon gesagt. Ja, auf größere Distanzen solltet ihr eher auf HE, mit HE auf Schlachtschiffe schießen, statt mit AP. Und auf Kreuzer benutzt ihr wieder AP. Und auf Zerstörer müsst ihr ja schon wieder, seitdem die neue Mechanik implementiert ist, eher wieder mit HE schießen. Wollt ihr nämlich über 280 mm Licht mit eurem Kaliber und damit nur noch 10% an Schaden macht, also eine Overpenetration sozusagen. Und damit bleibt ja dann auch nicht mehr unbedingt so viel hängen, nämlich nur 1050 Trefferpunkte bei einem DD, den ihr dann trefft. Bei den HE-Granaten ist es eben doch eine ganze Ecke besser. Also, das für euren Hinterkopf. Ich hoffe, dass ihr das dann anwenden könnt, wenn ihr mit dem Prinz Eitel Friedrich unterwegs seid. Ob ihr euch das Schiff nur erspielt in dem Event im Namen seiner Hoheit, Stand Dezember 2018, oder euch das Schiffchen eben im Premium Store kauft. Dann kommen wir zur Sekundärbewaffnung. Die Sekundärbewaffnung ist hier echt nicht schlecht und das macht schon richtig Laune, damit auch mal nach vorne reinzufahren, wenn man es denn kann. Ihr habt hier 8x2 Rohre 105 mm und 14x1 Rohr 150 mm erbaut. Die Grundreichweite beträgt 5 km und die könnt ihr ausbauen. Die maximale Ausbaustufe beträgt dann 7, oder Ausbaureichweite beträgt dann 7,6 km. Kleinen Moment mal. So, 7,6 km kommt ihr mit den Granaten und ihr habt dann hier Brandwahrscheinlichkeiten von 8% respektive von 5% und der Schaden ist eben Standard auf der Tierstufe und der ist auch bei der Bayern und bei der also gerade bei der Bayern eben nicht anders und ist quasi durchschnittlich, sagen wir jetzt einfach mal. Die 150 mm machen ein Viertelpen, die 105 mm machen ein Sechstelpen, da ist eben die Grenze gelegt. Und bei den Franzosen sind ja alle Sekundärbewaffnungen sowieso nur mit 1/6 Pen angelegt. Das heißt, die Sekundärbewaffnung bei den Franzosen hat da sowieso schon mal ein riesen Handicap. Aber wie gesagt, 7,6 Kilometer ist ganz okay und ab und zu ist dieser Dampfer durch seine Wendigkeit und so weiter doch ganz gerne auch mal nach vorne zu fahren. Und die Anzahl der Sekundärbewaffnungen ist dann wirklich auch ganz, ganz cool, muss man ganz ehrlich sagen. Der nächste Punkt, der hier sehr sinnvoll und sehr stark ist an dem Schiff, ist die Flugabwehr. Die Flugabwehr hat einen Wert von 52 und ihr könnt die ausbauen bis auf 6,5 Kilometer Reichweite. Und damit seid ihr ja doch richtig weit vorne mit dabei. Hier die mittlere Flakschan beträgt hier 134 Punkte auf 4,5 Kilometer. Dann ist da oben aber Rambazamba in der Luft, wenn ich von Fliegern angegriffen wurde und vielleicht sogar nicht mal unbedingt ganz alleine war. Teilweise war ich sogar ganz alleine und ich konnte eine Menge Flieger runterholen, bevor die Aale in Wasser geworfen haben, respektive die Bomben auf mich abgeworfen hatten. Und du bist halt auch ein sehr guter Supportschiff mit dem Prinz Eitel Friedrich, wenn der Flugzeugträger irgendwo Jägerstaffeln hat oder eben seine Bomber eben schützen möchte gegen andere Jäger. Da kann man schon ordentlich was mit runterreißen und das gilt hier eigentlich meiner Meinung nach auch weiter zu verstärken. Das ist auch viel, viel stärker als die Bayern zum Beispiel hat. Die hat nur einen Flugabwehrwert von 45 und die Normandie sogar nur von 21. Also die Flugabwehr da bei den Franzosen kannst du total vergessen. Die Bayern, die kommt noch als einziges Schiff so einen Ticken an die Prinz Eitel Friedrich ran. Zumindest bei unseren beiden Vergleichsschiffen. So, und dann kommen wir zur Manövrierfähigkeit. Da ist die Prinz Eitel Friedrich dann zumindest bei manchen Punkten wieder ausgezeichnet. 28 Knoten ist die Höchstgeschwindigkeit. Damit sind wir 3 Knoten über der Bayern, 1,5 Knoten unter der Normandie. Das heißt, die Prinz Eitel Friedrich ordnet sich da so in der Mitte zwischen den beiden Schiffen an. Der Wendekreis ist leider, da ist sie
am Ende des Feldes mit 800 Metern ist sie doch recht unwendig, um es mal so zu sagen. Die Bayern hat 630 Meter Wendekreis, die Normandie hat 640. Ruderstellzeit ist sie mit 14 Sekunden für die Länge des Rumpfes doch wieder ganz angenehm. Bayern 13,9 und die Normandie 13,4. Ja, kann man dann gegebenenfalls die Ruderstellzeit skillen, wenn man denn möchte. Ich finde 14 Sekunden eigentlich gar nicht so unangenehm für ein Schlachtschiff. Und dann kommen wir zur Verborgenheit. Verborgenheit zu Wasser, ungeskillt, 15,1 Kilometer zur Luft, 12,4. Und nach dem Abfeuern der Hauptgeschütze im Nebel geht ihr 12,9 Kilometer weit auf. Das heißt, wenn euch ein DD unterstützen möchte und wollt ihr gerade unter Feuer legt, dann denkt darüber nach. 12,9 Kilometer seid ihr erkennbar, sobald ihr die Geschütze im Nebel abgefeuert habt. Wenn ein Schiff in der Reichweite ist, seid ihr sofort wieder entdeckt und der ganze Nebel des Zerstörers hat sich überhaupt nicht gelohnt. Das Einzige, wo ihr mit dann Schaden machen könnt, wenn ihr im Nebel steht, sind Sekundär- und Flakgeschütze, weil ihr dadurch nicht entdeckt werdet. So, jetzt sind wir durch die Werte komplett durchmarschiert. Die Bayern, da kann man dazu sagen, die geht kürzer auf zu Wasser bei 13,86, zu Luft 10,92 und die Normandie geht weiter auf zu Wasser 16,2, also nochmal 1,1 Kilometer weiter als jetzt unser Prinz Eitel Friedrich hier. Und zu Luft ist die Normandie nur 10,4 entdeckbar. Damit ist es wieder zur Luft der niedrigste Wert. Also das ist alles so ein bisschen durcheinander, nicht so streamlined. Aber das gilt natürlich da, die Charakteristik der Schiffe für Wargaming zu formen. So, nächster Punkt ist dann die möglichen Verbrauchsmaterialien, die ihr auf dem Schiff hier einbauen könnt. Ihr habt nur zwei Möglichkeiten, Schadensbegrenzungsteam 1 und 2, 15 Sekunden aktiv, Abklingzeit des Standardverbrauchsmaterials 120 Sekunden, des Premiumverbrauchsmaterials 80 Sekunden. Wie gesagt, ihr fahrt ein Premium-Schiff, baut Premiumverbrauchsmaterialien ein, das verlängert eure Zeit im Gefecht und damit auch euer verdientes Geld, eure verdiente Erfahrung, wenn ihr Kapitän skillt, wie auch immer, macht das durchaus Sinn. So, und dann gehen wir weiter zur Reparaturmannschaft. So. Wir haben Treffer pro Sekunde, Trefferpunkte, die je Sekunde wiederhergestellt werden. Das sind 261 Trefferpunkte. Die Reparaturmannschaft ist 28 Sekunden aktiv. Und somit stellt ihr ohne Signalflagge in der Delta 7308 Trefferpunkte wieder her nach 28 Sekunden. Und wenn ihr dann die India-Delta-Flagge gleich drauf habt, dann sind das sogar 8764 Trefferpunkte pro Sekunde. Ja, Premium-Verbrauchsmaterial sorgt dafür, dass ihr 80 Sekunden Abklingzeit habt, also 1 Minute und 40 Sekunden. Ihr habt dann 4 Aufladungen, beim Standard-Verbrauchsmaterial sind eben 3 Aufladungen und ihr braucht 2 Minuten, bis ihr das, die Mannschaft wieder einsetzen könnt. Kommen wir zu den Verbesserungen, die ihr in dieses Schiffchen einbauen könnt. Fangen wir vorne an. Hier gibt es zwei Möglichkeiten, die sinnvoll für diese Chips sind. Einmal sind die Hauptbewaffnungsmodifikation 1, die für weniger Ausfallwahrscheinlichkeit bei der Hauptbewaffnung sorgt, also eure Geschütze, die hier vorne montiert sind, 1, 2 und hinten halt nochmal 2. Das ist sicherlich sehr, sehr wichtig. Ein Schlachtschiff ohne Geschütze ist eigentlich ein Holzkutter und ist dem Untergang geweiht. Deswegen ist das sicherlich die logischste Wahl. Die zweite Wahl ist, wenn ihr das Risiko einkalkulieren könnt und vielleicht präventive Maßnahmen beim Kapitän mitgeskillt habt, dann könnte man hier auch die Überlebensfähigkeit der Sekundärbatterie oder der Flaklafetten weiter nach oben pushen. Wie gesagt, ich hatte schon euch den Tipp gegeben, die Flugabwehr ist hier sehr stark. Es macht durchaus Sinn, hier auch in die Flugabwehr zu investieren. Und wer ganz verwegen ist und gerne mit dem Schiff hier nach vorne fährt, kann hier auch die Sekundär skillen. Wie gesagt, 7,6 Kilometer ist die Reichweite, die ihr erreichen könnt. Aber es gibt ein riesengroßes Problem, weil ihr nämlich mit dem Kapitän bei dem manuellen Feuern der Sekundärbewaffnung nicht die 60% Minusanstreuung bekommt, sondern da ihr ein T6-Schiff seid, nur 15% die Streuung reduziert bekommt. Und das ist meiner Meinung nach das Handicap, was dafür sorgt, dass ich das Schiff nicht primär auf Sekundär ausrichten werde, sondern ich werde ein Survival-Anti-Air-Bild hier vorstellen und euch ans Herz legen. Ihr könnt natürlich gerne bei euch dann rumexperimentieren, wie ihr das möchtet. Also, Hauptbewaffnungsmodifikation 1 möchte ich hier eingebaut haben. In Slot 2 haben wir dann sofort nur eine Wahl, Schadensbegrenzungssystemmodifikation 1, um das Risiko des Brandes und des Wassereinbruchs zu minimieren. Und der nächste Punkt ist dann schon Slot 3. Und da habt ihr dann nach Adam Riese, wie hat er euch gesagt, wohin gesagt, Anti-Air, Sekundär
Und die Zielgenauigkeit der Granaten sind halt auch ein Riesenproblem. Also, ich bevorzuge, muss ich ganz ehrlich sagen, die Zielsystemmodifikation hier im Dreier-Slot. Einfach deswegen. Dieses Schiff ist sehr, sehr RNG-anfällig und gerade über große Distanzen ist die Streuung doch relativ groß und sorgt dafür, dass ihr manchmal so die Hände über den Kopf zusammenschlagen werdet, wenn ihr auf 16, 17 Kilometer, vielleicht sogar 15 Kilometer schießt, dann passen da doch manchmal ganze Schiffe dazwischen. Das ist naja, leider recht unangenehm manchmal. Das ist anders, als wenn ihr nämlich mit HE-Granaten schießt, dann verändert sich dieser RNG-Faktor so ein bisschen offensichtlich. Sage ich jetzt einfach mal so in meiner Kühnheit hier. Damit habe ich bessere Treffer erzielt oder treffen einfach mehr Granaten. Sicherlich, man hat die Brandwahrscheinlichkeit mit dabei und so weiter und die höhere Penetrationsfähigkeit. Von daher, ja, also ich tendiere hier zur Zielsystemmodifikation 1. Die zweite Wahl wäre sicherlich die Flakbewaffnungsmodifikation und die Reichweite der Flakbewaffnung etwas weiter nach oben zu pushen. Und die dritte Wahl aus meiner Sicht ist dann hier die Sekundärbatteriemodifikation 2, um die Streuung der Granaten zu minimieren und gleichzeitig weiter schießen zu können. Wie gesagt, ich werde jetzt hier die Systemmodifikation 1 einbauen. Im vierten Slot haben wir hier die Schadensbegrenzungssystemmodifikation 1 als 2 als allererste Wahl in meiner Skillung, weil wir hier die Brandbekämpfung beschleunigen und die Wassereinbruchsbekämpfung beschleunigen, damit wir eben schneller den Wassereinbruch bekämpft haben oder eben das Feuer. Kleinen Moment mal bitte. Ja, leider ist meine Erkältung immer noch nicht ganz abgeklungen. Ihr hört es vielleicht, von daher mich leider manchmal zum Husten eben muten. Ich bitte das mir nachzusehen. So, also wie gesagt, die Schadensbegrenzungssystemmodifikation 2 ist hier meiner Meinung nach die sinnvollste Wahl. Die zweitsinnvollste Wahl ist hier die Steuergetriebemodifikation 2, weil ihr dann eure Ruderstellzeit von 14 Sekunden auf unter 12 Sekunden pushen könnt und ist natürlich auch sehr angenehm für einen Schlachtkreuzer. Ich muss mal gucken, ob ich mich vielleicht später für was anderes entscheide, aber jetzt gehe ich erstmal auf die Schadensbegrenzungssystemmodifikation 2. Meine Güte, das hat ein schwieriges Wort. Jetzt haben wir das alles eingebaut und wir haben schon mal eine ganze Menge an Zeit reduziert, die der Brand auf unserem Griff ticken kann. Und jetzt kommen wir zu den äußeren Bereichen. Tarnung, die in dieses Schiff eingebaut werden kann und die mitgeliefert wird, wenn ihr euch das Schiff in den Hafen stellt, ist die Typ 10 Prinz Eitel Friedrich Tarnung, die ihr die Erkennbarkeit zu Wasser um 3% reduziert, die Streuung der Gegnergranaten um 4% erhöht, die Kosten nach der Schiffswartung um 10% senkt und die EP je Gefecht um 50% steigert. Außerdem sieht sie ganz nett aus, finde ich persönlich, und daher kann man sie auf jeden Fall ganz gut mitnehmen. Jetzt kommen wir zu den Signalen, die hier auf dem Schiff sinnvoll sind. Ich möchte zuerst mit der unteren Reihe anfangen. Wir haben hier November Foxtrot, Nachladezeit reduzieren für Reparaturmannschaft und Schadensbegrenzungsteam. Immer sehr sinnvoll. Ihr habt ein schnelles Schiff. Sierra Mike hilft euch, das noch schneller zu machen. 29,4 Knoten steckt ihr dann in den Dampfer rein. Das ist dann wirklich schon ein halber Ferrari, kann man schon sagen. Die Normandie ist noch ein Ticken schneller, gerade wenn sie dann auch Sierra Mike drin hat. Aber es macht schon einiges her, der Dampfer dann. Ja, India Delta, natürlich ein Pflichtskill und ein Pflichtsignal. Ihr hattet vorhin schon gesagt, 8764 Trefferpunkte könnt ihr dann mit einem Reparaturzyklus im Maximum wiederherstellen, wenn ihr denn genug Schaden bekommen habt, wie zum Beispiel von Feuer und von Flutung, wo doch eine ganze Menge an Anteil wiederherstellbar ist, also 100%. So, dann kommen wir zu India Yankee. Zeit für die Brandbekämpfung nochmal um 20% reduzieren. Und wir haben hier vorne Juliet Yankee Biso 2. Um den Survive-Bild komplett zu machen, zumindest bis jetzt, ist diese Flagge natürlich wichtig. Ihr habt dann noch zwei Signalflaggen zur Auswahl oder respektive sogar drei. So. Was sehr sinnvoll ist, ist natürlich jeder Flaggschaden. Ihr müsst die Reichweite und den Flaggschaden erhöhen. Kommt auf 54 mit der Flagge November Echo Set 7. Die Sekundärflagge macht natürlich Sinn, wenn ihr auf Sekundär skillen wollt. Dann hatte ich vorhin erzählt, dass es Sinn machen kann, gerade auf große Distanzen auf Schlachtschiffe eher mit HE zu schießen. Und da ist India X-Ray natürlich sehr sinnvoll und dann auch Victor Lima sehr, sehr sinnvoll, um die Stärken dann weiter nach oben zu pushen.
Ihr habt jetzt dann 29% Brandwahrscheinlichkeit und wenn ihr dann später sogar noch euch überlegen solltet, den Sprengmeister beim Kapitän zu skillen, seid ihr dann bei 31%, was ein ganz ordentlicher Wert ist bei der geringen oder verringerten Nachladezeit des Prinz Idle. Und wie gesagt, wenn ihr in einem Low-Tier-Gefecht seid, also ihr seid Low-Tier, die Gegner sind High-Tier, dann ist es sowieso sehr empfehlenswert, auf möglichst 15, 16 Kilometer entfernt vom Gegner zu bleiben, weil ihr nun mal sehr, sehr anfällig für Schaden seid. So, jetzt haben wir 8 Signalflaggen drauf. Was haben wir hier noch an Flaggen, die wir einbauen können? Hier ist nichts Besonderes dabei. Ich weiß nicht, wenn ihr gewettete Gefechte fahrt, dann kriegt ihr vielleicht irgendwelche Riesenflaggen, wo ihr die Reparaturkosten nochmal senken könnt. Die könnt ihr dann hier eben mit aufbauen. So, und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Und das ist der Kapitänskill, der hier sinnvoll anzuwenden ist, sage ich jetzt einfach mal. Und das ist auch ein bisschen eine Mischung aus dem, was man machen kann. Wir fangen oben an, vorrangiges Ziel. Ich möchte als Kapitän von einem Schlachtkreuzer natürlich immer wissen, wann ich anvisiert werde. Für diejenigen, die vorne sind, also eher in die Offensive gehen, also auf T6 zum Beispiel, ist es sehr, sehr sinnvoll, weil ihr dann halt auch sehen könnt, wie doll ihr fokussiert werdet von den Gegnern. Von daher für mich ein Pflichtskill. In der zweiten Skill-Reihe kann man sofort den Adrenalinrausch wieder reindrücken. Ihr seid ein Schlachtschiff, Schlachtkreuzer. Da muss man davon profitieren oder die auch am meisten, wenn ihr Adrenalinrausch geskillt habt. Ihr tauscht also quasi Trefferpunkte, die ihr selber verliert, gegen Nachladeverringerung sozusagen. Also ihr ladet die Geschütze schneller nach, wenn ihr Schaden genommen habt. Und dann geht's weiter. Was machen wir denn in Slot 3? Meiner Meinung nach ist ja für viele die erste Wahl, den Inspekteur zu skillen. Macht hier aus meiner Sicht wenig Sinn, gerade wenn das fehlende Verbrauchsmaterial eingebaut ist, habt ihr schon 4 Aufladungen und eine 5. Aufladung macht wahrscheinlich nur an relativ wenig Gefechten viel Sinn und ihr verliert eben 3 Punkte in der Kapitänskillung. Von daher würde ich auf den Inspekteur eher verzichten. Ja, auch der Sprengmeister ist sicherlich nicht sofort die optimalste Version. Ja, auch da sind es 3 Punkte und ihr investiert in eine Chance auf höhere Distanz. Also eigentlich erhöht ihr eure Chance, generell Brand zu verursachen, aber HE schießt ihr ja eigentlich nur auf Schlachtschiffe. Dann auf große Distanz beim Prinz Adel Friedrich, aufgrund dessen, was ich vorher schon alles erzählt hatte. Ihr seid ja dann nachher vielleicht auch in anderen Gefechtslagen, auch da macht denn der Sprengmeister meiner Meinung nach nicht mehr ganz so viel Sinn. Es ist nur so, dass wenn ihr euch immer wieder zurückhaltet und auch häufig in High-Tier-Gefechte kommt, kann der Sprengmeister eine sinnvolle Überlegung werden. Der sinnvollste Skill auf der Dreierstufe ist meiner Meinung nach Grundlage der Überlebensfähigkeit. Das beschleunigt nämlich die Brandbekämpfung und das Wasser auspumpen, sodass ihr weniger Schaden nehmt, wenn ihr den Brand oder ein Torpedo geschluckt habt. Und das ist für mich das größte Ziel. Wenn ihr total auf Survive skillen wollt, dann kommt in Slot 4, kommt ihr an einem Brandschutz natürlich nicht vorbei. Wenn ihr so eine Twitter-Skillung machen wollt und selber noch nicht den Kapitän voll ausgebaut habt, dann könnt ihr auf jeden Fall an die verbesserte Schießausbildung denken, die euren Wert der Flugabwehr dann deutlich verbessert. Der nächste Punkt ist, wenn ihr Flugabwehr unbedingt noch weiter pushen wollt, und das ist ja durchaus sinnvoll, dann auch auf jeden Fall noch hier manuelles Feuern der Flakbewaffnung mit einzubauen, weil ihr nämlich doch eine ganze Menge an Türmen parat habt, an Geschützen, die gegen die Luft wirken, nämlich, was waren das, 16 mal 105 mm Rohre. Und die machen 147 Damage pro Sekunde im Durchschnitt. Das heißt, ihr steigert das auf fast 300 Damage. Und das haut dann schon richtig, richtig rein bei den Flugzeugträgern. Da könnt ihr auch alleine fahren. Und auf euren Tierstufen kann euch nicht so viel das Wasser reichen. Die Flieger, die holt ihr alle runter. Und ja, das manuelle Feuern ist definitiv wert, darüber nachzudenken. Und dann seid ihr eben bei 14 Punkten, die ihr vergeben habt. Ihr könnt noch 5 Punkte vergeben. Und dann kann man darüber nachdenken, entweder hier die Schießgrundausbildung zu skillen, weil dann die Flugabwehr nochmal mehr Schaden macht, oder eben dann noch Elite-Schütze, um die Turmdrehzeit der Hauptgeschütze einfach weiter zu reduzieren. Man könnte über, wie gesagt, den Sprengmeister nachdenken, oder ihr baut dann hier den Brandschutz aus und sucht euch dann hier oben zum Beispiel noch den Ladeexperten, der ja Sinn macht, gerade wenn man
gegen die DS kämpfen muss, gegen Schlachtschiffe, gegen Kreuzer, also man sehr viele auf einer Ecke hat, dass man schnell umladen kann. Immer dann, wenn die Kanone fertig geladen ist und ihr sagt, alles klar, ich will jetzt doch lieber den Kreuzer beschießen, dann müsst ihr nur 14 Sekunden investieren oder noch weniger, je nachdem, wie der Adrenalinrausch dann gerade schon gebrockt ist, um die Kanonen richtig sinnvoll einzusetzen. So, und das ist eigentlich das, was die sinnvollsten Geschichten sind. Bei Survive kann es durchaus noch Sinn machen, den Tarnungsmeister eventuell mit einzubauen. Also nicht, wenn ihr sekundär geskillt seid, weil wenn ihr sekundär geskillt seid, fahrt ihr sowieso nach vorne und dann nützt euch der Tarnungsmeister auch nicht mehr so viel. Von daher, wenn ihr Survive geskillt seid, dann könnt ihr nämlich schneller wieder zugehen, wenn ihr den Tarnungsmeister noch mit einbaut, da die Erkennbarkeit um 14% nach unten gesetzt wird mit der Tarnung in der Verbindung, ist das dann auch, naja, auf jeden Fall sehr, sehr angenehm, dass ihr dann von 15,08 Kilometer auf unter, lass mich kurz überlegen, ich glaube, unter 12 Kilometer könnt ihr dann kommen oder unter 13, so 12, 12, 2, 12, 3, in dem Bereich landet ihr dann, wenn ihr den Tarnungsmeister noch mit einbaut. Ja, und das ist das, was ich zu dem Prinz Eitel sagen kann, bis zu den Zahlen. Und jetzt kommen Pro und Contra. Also, was ich als Vorteil erachte bei dem Schiff, ist die verhältnismäßig geringe Nachladezeit, also 28 Sekunden im Verhältnis zu 30 Sekunden. Das muss ich auf jeden Fall erwähnen, finde ich persönlich ganz angenehm. Das Schiff ist angenehm schnell, um halt auch mal die Stellung schnell zu wechseln, wenn man irgendwo zu stark fokussiert wird, kann man da eventuell den Schiffen sogar entkommen, die auf der 4-Stufe unterwegs sind. Und dann, ganz deutlich zu erwähnen, die super, super Flugabwehr, die gerade dann ab Januar, wenn die neuen Flugzeugträger ins Spiel kommen, sicherlich eine große Rolle spielen kann oder spielen wird. Und ja, dann geht's weiter mit den Kontras. Die Streuung, das ist für mich der größte Nachteil bei dem Dampfer. Ihr habt irgendwie eine Streuung, die manchmal so richtig schön für den Arsch ist, da braucht man gar nicht mehr hingucken, wenn man die Kanonen abgefeuert hat, das wird dann sowieso nichts. Und dann gibt es wieder Schüsse, da denkt man so, boah, geil. Diese ganze Geschichte minimiert sich ab einem Kilometerwert, ab 12 Kilometer ungefähr, ist es doch eine ganze Ecke besser mit der Streuung und ihr könnt viel gezielter schießen. Das heißt, wenn ihr AP benutzt, euch in ein Schlachtschiff-Duell auch auf AP einlassen müsst, dann müsst ihr relativ nah ran, damit ihr euren Schaden vernünftig platzieren könnt und euer dann ja auch der Panzerungsdurchschlag nimmt ja dann deutlich zu. Bei 10 Kilometer durchschlagt ihr dann 369 mm und das ist dann doch schon mal ein ganz ordentlicher Wert. Nachteil Nummer 2, Wendekreis. Ja, der Wendekreis ist mit 800 Meter doch ewig, ewig lang und Nachteil Nummer 3 ist dann Panzerung. Ihr seid ein Schlachtkreuzer, kein Schlachtschiff. Die Panzerungswerte sind nicht gerade so total überragend. Wie gesagt, 270 und hier die 60, 350 mm, wenn wir hier unten noch die Beplattung rätselraten. So bei 350 müssen wir irgendwo landen, denke ich. Wenn hier von unten halt noch diese Panzerplatte dabei ist. Ich kann die Millimeterstärke halt nicht sehen. Darum, ich gehe jetzt einfach mal von 20, 25 mm aus an dem Punkt. So. Das ist das, was ich dazu sagen kann. Lohnt sich das Schiff denn zu erspielen, wenn ihr es erspielt? Ich denke, auf jeden Fall. Es ist sehr, ja, irgendwie was Spezielles, sage ich es einfach mal. Ne? Gerade was die Flugabwehr betrifft und so weiter. Es ist nicht so ein typisch deutsches Schiff. Gerade auch, weil jetzt zum Beispiel die Turtleback-Zitadelle zum Beispiel fehlt. So eine Sachen alles. Ich denke, einen geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Die Zeit solltet ihr investieren. Das ist kein schlechter Dampfer. Das ist aber auch kein totaler Überflieger. Dafür haben sie ihn dann doch zu häufig genervt. Und ja, also gekauft, auch für 26 Euro ist es durchaus wert. Muss man ganz ehrlich sagen. Ich habe eine Menge Spaß schon mit dem Dampfer gehabt. Gerade weil er eben doch verhältnismäßig schnell ist. Und ja, mit den 14 Sekunden Ruderstellzeit ist es auch angenehm mit dem Dampfer. Die Türme drehen sich erstaunlich weit hinten rum, also ihr könnt doch relativ auf 30 Grad wirken die auch nach vorne noch. Das ist auch ein ganz ordentlicher Wert, muss man ganz ehrlich sagen. Da gibt es Schiffe, die sind deutlich, deutlich schlechter, da müsst ihr dann schon 40 Grad oder 45 Grad fast zeigen und da ist dann noch mehr Schaden zu fressen. So, jetzt hoffe ich, dass die Hockendock-Schiffsvorstellung hier heute euch ein bisschen geholfen hat, eine Entscheidung zu treffen,
ob ihr dieses Schiff weiter verfolgt, euch dazu erspielen oder vielleicht zu kaufen. Es ist ja kombiniert worden mit Stahlmonster und hast du nicht gesehen. Also ihr könnt ja auch euch noch Stahl organisieren, wenn ihr die verschiedenen Sachen da im Premium Store alle kauft oder eben halt nicht. Ja, wie gesagt, ein Schiffchen, was geschenkt wird, ich denke, sollte man ruhig mitnehmen. Ich kann es auf jeden Fall durchaus empfehlen. Also ich würde jetzt zumindest nicht sagen, lasst bloß die Finger davon. Also von daher, ich wünsche euch eine schöne Zeit und bis zum nächsten Video. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefällt und auch gerne einen Kommentar, wenn ihr zum Beispiel noch Fragen habt, irgendwelche Sachen, die ich vergessen habe, dann, wie gesagt, feel free und ja, kommentiert unter diesem Video. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Euer Seahorse Team, euer Maracha. Ciao, ciao.